Nummer 12. Nummer 12 und auch mein Chef, schon ein gutes Zeichen. Und drei Zimmer mit Bad, du, das wäre eine Wohnung für mich. Fred, bist du denn größenwahnsinnig geworden? Wieso denn? Was willst du denn mit so einer großen Wohnung? Na, doch nicht für mich allein. Aber wir heiraten doch bald, dann ziehst du doch zu mir. Wirklich? Werden wir bald heiraten? Selbstverständlich. Warte nur noch auf die erste Gehaltszulage. Und wenn du die nicht kriegst? Dann heiraten wir trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Ist auch sehr schön, ne? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Na, einmal die Klingel in Gang setzen, sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht, die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte, mit Glanzlack? Glanzlack. Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Jawohl. Und wo sind die anderen Zimmer bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Das Esszimmer. Ja, verzeihen Sie. Ich dachte, Sie vermieten möbliert. Und was fehlt denn hier? Na ja, Gott, ich dachte, eine Sitzgelegenheit wäre nicht schlecht. Moment. Ach, das ist ja köstlich. Nehmen Sie Platz. Ist nicht schlecht, was? Ja, wenn jetzt noch ein Tisch erscheinen würde, könnte man sich wirklich einbilden, in einem Esszimmer zu sitzen. Für alle Eventualitäten ist gesorgt. Das ist ja großartig. Das ist aber sehr praktisch, was? Da brauchten wir nur noch eine kleine Anrichte zu kaufen. Wieso? Warum? Ah, na sowas? Ach, das ist ja ausgezeichnet, wa? Ach, verzeihen Sie, ist das Schlafzimmer auch so komplett eingerichtet? Selbstverständlich. Das ist ja fabelhaft. Sie sind doch verheiratet. Nein, noch nicht, aber ich habe die Absicht. So, nur die Absicht. Und hier haben Sie eine kleine Küche. Ach, ist das schön. Na und praktisch, was, wenn wir erst verheiratet sind. Und hier ist das Herrenzimmer. Das ist mein Raum. Das ist wirklich urgemütlich. Jetzt bin ich nur neugierig, wo das Badezimmer ist. Das ist der einzige Nachteil dieser Wohnung. Das Badezimmer ist extra. Gott sei Dank. Ich habe schon geglaubt, das Bad kommt auch aus der Bank heraus. Ja, also die Wohnung gefällt mir. Die hat bis jetzt noch jedem gefallen. So. Und der Preis, bitteschön? Der hat noch niemand gefallen. Das übersteigt allerdings beträchtlich meine Erwartungen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, liebe Frau. Solange ich allein hier wohne, zahle ich die Hälfte. Sie wissen ja noch gar nicht, wie viel Sie zu zahlen haben. Das macht nichts. Die Hälfte ist immer billiger. Das stimmt. Und wenn wir verheiratet sind, dann zahlen wir den Vollpreis. Ja, wenn Sie verheiratet sind. Hm. Jawohl. Gestatten Sie meine Karte? Fred Reigersheim, das sind Sie. Jawohl. Sie des Kosmetischen Institutes, Direktor Professor Dr. Emil Mangold. Ja, von dem habe ich schon viel gehört, ja. Da kann man sich die Nase, die Ohren oder sonst was verschönern lassen. Sehr richtig, Frau. Bitte schön, wenn Sie vielleicht mal etwas brauchen, dann würde ich... Gott behüte.
Das überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13 meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, Frau, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir nicht. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere haben. Eine andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was da ist. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber die Frau, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? So, was macht das Nase? Das geht ja sehr gut. Noch ein paar Massagen und alles in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fest. Ah, ja, schön. Darf ich bitte um Ihre Hand? Ja, bitte. Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war dann? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasenkorrekturen, eine Ohrengleichrichtung, 97 Massagen, so allerhand. Ja, ja, die Woche war ausgezeichnet. Saisonbeginn, Herr Professor. Na, sonst noch was? Nein, nein, sonst. Das heißt doch, ja, ich hätte noch ein kleines Jubiläum. Es sind nämlich gerade 30 Tage her, dass mein Gesuch um Gehaltserhöhung abschlägig beschieden wurde. Ja, da gratuliere ich, das ist sehr interessant. Ja, ja, ich habe das durch den Kopf gehen lassen. Ja, bitte. Sonst aber nichts. Sonst ist tatsächlich nichts. Pardon. Ja, bitte schön. Hallo? Wie? Jawohl, Herr Professor ist zugegen. Einen Moment, bitte. Bitte, Professor. Lido. Was für ein Lido? Hallo? Hier ist Professor Mangold. Was für ein Lido? Ach so, der Lido. Venedig. Ja, bitte, was steht zu Diensten? Hier ist Thomas Tyert. Ich halte es nicht mehr aus mit meiner Tochter. Sie haben im vorigen Jahr ihre Freundin Daisy gemacht, eine so entzückende Nase, dass alle unsere Bekannten sofort waren in sie verliebt. So, das macht mir das größte Vergnügen, ja? Hör ich sehr gern. Jetzt will meine Tochter Mary auch so eine Nase. A Greek nose. Sie kommt morgen früh nach Wien mit dem Schnellzug um 7:25. Um 7:25 und ich möchte Sie bitten. Ja, natürlich, bitteschön, sehr gern. Also ich werde die junge Dame morgen früh an der Bahn abholen lassen. Ja, und ein Hotelzimmer ich auch besorgen lassen, natürlich. Wie war der Name, bitteschön? Miss Mary Tyrant, ja? Ja, Miss Mary soll eine Nase bekommen, also die einfach, ja, so mit einem Wort, eine Nasen. Das, na, das ist ja wunderschön. Ich habe soeben eine neue Klientin bekommen. Miss Mary Tyrant. Die Tochter des berühmten Parfümfabrikanten? Jawohl. Das ist doch wunderbar. Da gratuliere ich dir. Das ist doch eine fabelhafte Reklame für dich. Da wird sich deine Praxis mit einem Schlag verdreifachen. Na, das hoffe ich. Da kann ich in 1-2 Jahren diesem ganzen Schönheitsrummel an den Nagel hängen und mich meinen wissenschaftlichen Studien widmen. Ja. Angesichts dieser erfreulichen Aussicht darf ich Herrn Professor Holland die mir zugesagte Gehaltserhöhung erinnern. Ja, da hat er vollkommen recht. Das ist wirklich eine erfreuliche Aussicht. Was? Wolltest du sonst noch etwas? Nein. Aber dein Herr Sekretär hat dich doch um etwas gebeten. Ja. Ach so, ja, wegen Frau von Seefried. Also bitte gehen Sie mal raus und fragen Sie die Dame, ob sie sich endlich für eine bestimmte Nase entschieden hat. Ne? Und wenn?
Na, dann kommen Sie rein und melden Sie mir das. Dann bekommt sie meine Finger eine griechische. Bitte. Ja. Ich muss schon sagen. Was denn? Versprich. Was ist dir schon wieder über die Leber gekrochen? Bitte, es handelt sich hier nicht um meine Leber. Aber es fällt mir auf. Bei meinem früheren Sekretär, mit Herrn Koppenitz, der mit dem, mit der Glatze, mit der Brille, dass du mich nie in meiner Sprechstunde besuchst. Und in letzter Zeit, da kommst du immer. Hm? Willst du vielleicht damit sagen, dass ich mich für deinen Sekretär interessiere? Bitte, ich will gar nichts damit sagen. Ich will nur sagen, dass es mir auffällt. Ne? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Lass dich schwarz anstreichen. Ja, warum? Für deine neue Rolle als Othello. Als Othello, wieso? Also, wobei bleibt es, Eva? Ich denke, bei Nummer 11. Die wird zu blond am besten passen. Ja, aber, verzeihung, Sie sind doch dunkel, Eva, Sie sind doch nicht blond. Nur noch diese Woche. Dann stelle ich mich um auf blond und verträglich. So, so. Eine Geburtstagsüberraschung für meinen Mann. Ah. Ein Mann wie du hat gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Den ganzen Tag bist du nicht zu Hause. Und wenn du am Abend kommst, bist du müde. Und wenn du nicht müde bist, dann... Bin ich auch müde oder ich lese Zeitung. Ich weiß ja, liebes Kind, was soll ich machen? Ich möchte nur wissen, wozu du mich geheiratet hast. Das möchte ich jetzt... Was? Was? Ja, meine, liebes Kind, ich... meine, ich will dir das jetzt gleich erklären, nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe, mein Liebes, nicht? Schöne Liebe. Wenn man in eine junge Frau verliebt ist, muss man sich auch um sie kümmern. Ja. Mit ihr ausgehen, sich mit ihr zeigen. Du hast vollkommen recht, das muss man auch. Und das werde ich auch tun. Ich nehme dich dein Wort. Morgen Abend gehen wir aus. Ja, morgen Abend gehen wir aus. Und zwar gehen wir in die Urania. In die Urania? Ja. Ja, nicht in die Urania, sondern, meine, wohin du willst. In eine Bar. In eine Bar, ja, in eine Bar. Eines weiß ich, vor 1 Uhr früh wird nicht nach Hause gegangen. Wird nicht nach Hause gegangen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Frau ist verrückt. Was? Nee, die ist nicht normal. Und was für eine Frau reden Sie? Doch von dieser dunklen Dame da mit der, die Nase... Ach so, Frau von Seefeld. Ja, ja, ja. Hat sie sich entschieden? Ja, entschieden hat sie sich, ob das aber die letzte Entscheidung sein wird. Aber für mich ist die letzte Entscheidung gefallen. Ich werde mich von nun an viel mehr um meine Frau kümmern müssen. Und Sie werden mir verschiedene Sachen abnehmen. Bitte schön, Herr Vor allen Dingen fahren Sie bitte zum Hotel Imperial und bestellen für diese junge Dame da am Lido, wer ist sie denn noch? Mrs. Tyrett? Ja, ja, Mrs. Tyrett. Ein schönes Zimmer. Zimmer mit Bad. Mit Bad, ja, sie soll baden, ja. Und morgen früh um 7.25 Uhr bitte fahren Sie mit einem Dutzend schöner Rosen zum Südbahnhof. Dutzend und holen Südbahn. Südbahnhof, ja, und holen die Dame ab. Bitte schön. Ja, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Jawohl. Herr Professor, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Das merke ich mir. Bitte schön, Wagen in Bahn, bitte schön. Wagen an der Bahn, wenn ich das alles gut erledige, dürfte ich da wegen meiner Gehaltsaufbesserung sprechen. Sprechen, apropos sprechen, gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Na, dann ist das sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell... Ja, vielleicht rote Rosen ist auch besser. Ich denke schon. Ja.